So, da sind wir doch bei Resident Evil. Weiter geht's. Wir stehen immer noch im Labor rum und ich glaube nicht, dass es wirklich gesund ist, die Dämpfe da oben einzuatmen. Oh je, naja, was soll's. Ich habe das Kampfgewehr mittlerweile mal mitgenommen, denn wir haben ja ein bisschen aggressivere Zombies und auch den Magnum Revolver. Wir haben ein bisschen aggressivere Zombies und auch noch eine ganz andere Art von Gegnern, die extrem schnell auf uns zurennen können. Die will ich dann mit der Magnum ausschalten. Aber falls ich mal vergessen sollte, dass um die Ecke einer steht, habe ich wenigstens das Kampfgewehr dabei und kann mich relativ schnell wehren. Und das ist eine der Türen, die wir über das Terminal freigeschalten haben. Da muss ich jetzt mal als allererstes rein. Denn ich brauche hier einen Filter oder so eine Dia-Rolle, die hier rumliegt. Ja, die nehme ich auch mit. Brandsätze werden gegen Ende noch wichtig. Vor allem gegen den Tyrant dann irgendwann. Also doch. Dia-Filter, den nehmen wir mit, denn den brauchen wir, um ein Rätsel zu lösen. Oh. Hey, Doc. Tschüss, Doc. What? Hat sich sehr lange überlegt, ob er hinfallen soll. Ja, okay. Doch, doch, ist okay. Fax. Säuberungsabteilung zu Händen Manager. Säuberung von Raccoon-Katastrophenbekämpfungsausschuss. Okay. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Ja, das hat ja super funktioniert. Gut, ich kann mir gut vorstellen, dass der Typ, der da gerade daneben stand, wahrscheinlich der Typ war, der es hätte vernichten sollen, aber na gut. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem Nummer 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem Nummer 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das wirklich unterstreichen der Forschung nennen kann. Aber okay, von mir aus. By the way, ja, die können sich frei bewegen. Extrem frei teilweise. Ein Übertragungsgerät. Was für ein Zufall, dass wir sogar zwei dabei haben. Wie gesagt, wir haben letztes Mal noch die zweite gefunden. Drei Stück brauchen wir aber insgesamt, sehen wir auch an den Lampen. Okay, noch können wir nicht arg viel damit anfangen, aber wie gesagt, um Chris zu retten, müssen wir das machen. Klare Flüssigkeit. Es könnte Wodka sein. Oder irgendwas anderes Tödliches. Tödlicheres. Wie auch immer. Wodka ist nicht immer tödlich. Ich meine, okay, stellen wir uns mal vor, wir gehen einkaufen und läufst am Alkoholregal vorbei und dir fällt irgendwie eine Flasche Wodka aus dem obersten Regal auf den Kopf. Das könnte gefährlich sein. Oder so eine Badewanne voll, weil irgendwann ist halt auch gut. Wenn du da nicht tot bist, bist du zumindest blind. Was jetzt, je nachdem, wo man wohnt, mehr oder weniger schlimm sein kann. Es gibt so shitty Orte zu wohnen. Mir fällt jetzt spontan keiner ein. Lass uns weitergehen, bevor ich was Falsches sag. Die Zombies hier sind auch nicht mehr aktiv, kann das sein? Habe ich alle gekillt? So, alle? Okay. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo einer rumwatschelt, aber... Ja, jetzt zieht sie wahrscheinlich gerade seinen Laborkittel aus, um mich dann als nackter Zombie begrüßen zu dürfen. Nochmal eine Modisk. Nehme ich die jetzt direkt mit? Na, ich lasse erstmal ganz kurz liegen. Und gehe erstmal an das Teil ran. Film ist eingelegt. Ansehen. Yep. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Cerberus. Unser Hundi-Freund. Da haben wir einen Neptun. Hatte ich den Namen doch richtig im Kopf? Die Hunter. Tyrant. Wesker. What the fuck? Der hat halt sogar auf dem Foto eine Sonnenbrille an, dass man auch ja nicht übersieht, dass es Wesker ist. Ey, by the way. Der hat sogar seine Handschuhe an. Kann das sein? Jupp. Er hat seine Handschuhe an. Der heftigste Forscher von allen, Mann. Er liebt die Gefahr. 83417063. Oh, what? Oh, Moment mal ganz kurz. Genau. Dafür brauche ich ja den Filter. Dann können wir uns nämlich nochmal das Ding anschauen. Hier gibt es nicht mehr wirklich viel Neues, aber... Hier hinten. 8462.
Genau den Code habe ich gebraucht. Und den kann ich jetzt hier an dem Terminal eingeben. Ja, wenn ich nicht drauf vorbeirenne. Was war's? 8, 4, 6, 2. Bingo. Damit geht nämlich die Tür auf. Und ich nehme die Modisk mit. Dahinter gibt es den Laborschlüssel. Nice. Noch ein bisschen Shotgun-Ammo. Kann man nie genug haben. Wobei, ich habe jetzt schon einiges. Also, mach mir keine Sorgen mehr. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit keine Film ansehen. Stimmt. Den haben wir auch noch dabei, wenn ihr euch erinnert. Die Kassette haben wir ihm ganz am Anfang abgenommen. Lass mal reinschauen. Ja, es ist halt nicht Call of Duty. Das war irgendwie schon ein bisschen peinlich, komm schon. Ja, wenn man wild wichsend im Gang rumgeballert hat. Ja, so macht man es nicht. So sollte man Zombies nicht wirklich angehen, denn wir haben gesehen, was von ihm übrig geblieben ist. Das erste Hilfesframe muss ich jetzt erstmal stehen lassen. Kann ich irgendwann wieder drauf zurückkommen, wobei ich habe auch noch so viel in der Kiste. Bleib da, ist okay. Ich will dich nicht aus deiner gewohnten Umgebung herausreißen. Wir gehen mal direkt weiter. Ja, wir gehen weiter runter. Kann man eh gleich wieder Item-Slots zurückholen, indem ich den Schlüssel verwende und die Modisks natürlich nach und nach. Jetzt kommen wir erstmal hier lang. Tja, war ich da drin? Ich glaube, da war ich drin. Ich muss erstmal hier runtergehen. Ich meine, hier sind die... Bingo! Da haben wir einmal eine Tür und da haben wir die andere. Ich glaube, das war's auch schon, ja? Gut, weg damit. Ah, okay, natürlich. Das ist die andere Seite, wo wir beim letzten Mal schon rumgerannt sind. Dann gehe ich erstmal hier rein. Ich muss vorsichtig sein, denn ich glaube, wir treffen... Ja, das klingt danach. Wir treffen auch jetzt schon auf unsere neuen Freunde hier in der Ecke. Wir müssen nicht wirklich in den Kampf ziehen, wenn man hier schnell durch den Bereich durchgeht. Hier in den Räumen gibt es, glaube ich, eh nicht wirklich arg viel. Wir müssen erstmal durch die Schächte durchkriechen. Und ab. Liegt da oben was rum? Nope. Nichts für uns. Das Regal ist voller Gegengifte. Oh! Au! Fuck! Okay. Wer mich noch geprügelt hat? Im Sterben liegend? What the fuck, Alter? Komm schon. Okay, da haben wir das zweite Übertragungsgerät. Lass mal hier die Modisk reinstecken. Genau für die Typen habe ich die Magnum nämlich eingepackt. Denn die können ganz schön wehtun. Aber ich glaube, das war's erstmal. Ich hoffe mal. Ich nehme die Shotgun wieder und drück mich erstmal aus dem Raum raus. Das ist im Prinzip genau die andere Seite jetzt. Wir gehen also da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Haben die Ecke abgeschlossen und können dann hier weitergehen. Jetzt müssen wir überlegen, wo war der letzte PC, wo wir die Modisk verwenden können. Ich gehe mal hier rein. Das müsste ein Safe-Raum sein. Und dann kann ich mir da immer noch weiter Gedanken drüber machen. Wir müssen nämlich auch noch irgendwo Sprit herbekommen, denn wir müssen erstmal den Strom wieder herstellen für den Aufzug. Natürlich. Hallo? Das ist Resident Evil. Ich kann nicht einfach in den Aufzug einsteigen. Ich weiß, wie stressig es wäre, wenn man im Universum von Resident Evil leben müsste und morgens zur Arbeit geht, Mann. Du musst erstmal ein Kabel für deine Kaffeemaschine finden. Da brauchst du erstmal noch einen Grinder-Aufsatz für deine Kaffeebohnen. Und zu guter Letzt musst du erstmal eine Autobatterie finden, wahrscheinlich. Und hör mir auf, wenn du in dein Büro ankommst, musst du erstmal gucken, wie du in den dritten Stock kommst. Nee, muss nicht sein. Das ist mir irgendwie zu anstrengend. Da würde ich einen Heimarbeitsplatz verlangen. Haben wir da noch irgendwo normale Granaten drin? Dann stack ich dir mich gleich. Ich sehe gerade, wir haben da zweimal Feuergranaten verteilt. Warum habe ich denn das gemacht? Hätte ich gleich draufpacken können.
Die hebe ich mir, wie gesagt, auf. Habe ich ja schon eine Weile dabei. Sechs Stück habe ich ja schon eine Weile dabei. Und die anderen habe ich jetzt gerade im Labor gefunden. Die sind für meinen Freund, den Tyrant, dann reserviert irgendwann. Da haben wir noch mehr Magnum-Ammo. Heilige Scheiße. Okay. Sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nope. Einsames Spray da oben. Ist okay, der kann erstmal da bleiben. Das ist schon in Ordnung so. Gut. Kombinieren wir die mal. Und ich spare hier jetzt erstmal noch nicht. Ich renne jetzt erstmal. Moment. Lass mich das kurz in die Kiste packen. Wenn sie schon so auf Präsentierteller steht. Irgendwo hier hin. Gut. Dann können wir uns so langsam mal Gedanken machen, wie wir an den Sprit kommen und vor allem, wie wir die dritte Modus reinsetzen können. Festgerostet, na, das ist blöd. Das ist allerdings blöd. Ich geh mal hier in die Ecke. Und ich glaube, hier geht's auch direkt schon. Oh ja, holy shit. Gefährlich. Ist hier. Oh shit. Point blank, voll ins Gesicht. Yep, das war nicht deine beste Idee heute. Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Oh Gott, stimmt ja. Kein Treibstoff mehr. Dann nehmen wir erstmal die Kapsel mit. Erstmal ein bisschen Treibstoff auftreiben. Shit, das stimmt. Wir dürfen natürlich nicht rumrennen mit dem Zeug. Gut, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht erstmal wirklich alles auf dem Weg ausschalte und dass mir wirklich kein Gegner mehr gegenübersteht. Denn das heißt dann Instant Game Over, wenn ich nur ein bisschen am Rumrennen bin, glaube ich sogar. Und wenn ich dann von einem Gegner gepackt werde, ist es wahrscheinlich auch nicht so das Tollste, was mir an dem Tag passiert. Okay. Gut, ich nehme erstmal hier die Shotgun wieder. Geht mal hier in die Ecke. Ist da noch was, wo ich nicht war? Ich brauche noch einen. Oh, noch ein Terminal. Wo ist das dritte Terminal nochmal abgeblieben? Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier in die Ecke. Und in die Tür gleich links rein. Vielleicht war es auch da. Da war nämlich eigentlich nur das erste Rätsel, das wir gelöst haben drin. In Röntgenbildern, oder? Ja, genau. Habt ihr hier ein Terminal oder so? Gibt es hier irgendwas, wo ich irgendwas reinstecken kann? Was? Nein, fast schon. John, Ada. Okay, nein, das war wirklich hier nur der PC, wo wir den Hinweis bekommen haben. Gut, es gibt nicht mehr so arg viele Räume. Also irgendwann müssen wir ja den passenden Raum finden, wo wir die letzte Disk einführen können. Lass mal kurz schauen auf der Karte nochmal. Okay. Nach unten geht es natürlich auch noch, aber das ist jetzt noch nicht so wirklich interessant für uns. Was ist das denn eigentlich für eine Ecke? Ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle bin ich denn dort? Ich gehe mal hier weiter. Wie gesagt, wir können auch so langsam mal schauen, wo wir den Treibstoff herbekommen. Das war, glaube ich, nicht auch hier um die Ecke, von dem her ist es gar nicht. Ach, fuck. Müssen wir hier rein? Müssen wir hier rein, um den Treibstoff dann zu holen? Da war nämlich, glaube ich, im Hinterraum, wo wir die erste Modus eingeführt haben. Wo wir unseren freundlichen Zombie-Doktor kennengelernt haben. Genau, hier ist es doch. Mit dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen. Yep. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Kannst du einsetzen? Mach das mal. Sie haben folgendes: Treibstoffkapsel. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitro-Verbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Das ist nicht so geil. Wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle jetzt mal ganz kurz auf die klassische Steuerung um. Denn da müssen wir einfach nur nach vorne drücken. Und mit der modernen Steuerung müsste ich den Stick dann nur sehr, sehr leicht durchdrücken. Und ganz ehrlich, das muss nicht sein.
Genau, hier haben wir die Mode-Discussion eingeführt. Man kann ein klein bisschen rennen. Also wie gesagt, ein paar Schritte immer wieder, aber ich werde es nicht überstrapazieren. Ich habe keinen Bock, hier in die Luft zu fliegen. Das muss nicht wirklich sein. Jetzt begeben wir uns sehr langsam und sehr vorsichtig zurück in den Maschinenraum. Der war nämlich da runter, glaube ich, oder? Ich meine ja. Immer cool bleiben, Jill. Niemand hetzt uns. Wie schon gesagt, wir haben alle Zeit der Welt. Und die sollten wir vor allem jetzt auch nutzen. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier richtig. Das müsste der eine Gang sein, wo es dann direkt zum Safe-Raum geht und... Yep. Kurz daneben in den Maschinenraum rein. Ich habe irgendwie viel mehr Zombies in Erinnerung. Das sind sehr, sehr wenige Gegner hier unten. Bis auf unsere schnellen Käferfreunde ist hier nicht so arg viel Action. Aber ist schon okay. Passt. Im Moment ist es mir ganz recht. Dass ich nicht von allen Seiten angesprungen werde. Auch wenn hier noch einer im Raum ist. Ich habe es gerade eben gehört. Okay. Komm schon. Komm schon. Okay. Alles gut. What? Wie, das brauche ich nicht. Lüg mich nicht an. Wenn ich hier, wo sonst? Ah, okay. Ich muss einfach nur untersuchen und dann geht's automatisch. Okay. Nice. So, lass mal schauen. Hier haben wir nochmal einen von unseren Freunden irgendwo rumsitzen. Hier geht's auch noch weiter. Ja, shit. Ich gehe erstmal ganz kurz in den Safe-Raum zurück. Denn ich werde mir noch ein kleines Kraut mitnehmen, denn da vorne um die Ecke sind extrem viele von den Typen. Und falls ich da was abbekomme, möchte ich zumindest mal wieder schnell zurücklaufen können und zumindest einigermaßen wieder im grünen Bereich sein. Dann würde ich sagen, lasst uns hier erstmal einen Kleinkart reinmachen. Beim nächsten Mal suchen wir erstmal das Terminal für die dritte Modisk. Ich habe echt keine Ahnung, wo zur Hölle das ist. Ich muss mir nochmal die Karte ganz genau anschauen. Dann werden wir schauen, dass wir den Aufzug vollends aktivieren. Müssen wir nochmal zurück in den Maschinenraum. Und natürlich Chris nicht vergessen. Also wir haben noch einiges vor hier im Labor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.